So, weiter geht's. Eins, zwei, drei. Tja, da ist jetzt die Frage, wie kommen wir daran vorbei? Versuchen wir es darüber und dann mit dem Teleport? Ich muss mal schauen. Hier hätten wir auch eine Wache schlafen gelegt, aber die scheint immer noch zu schlafen. Ich werde es mal so probieren. Erstmal rüber zu kommen. Werden die Menschen einfach hingeschmissen, als wären sie Viehzeug. Ach, unter Wasser ist ja auch... Ah, verdammt. Wir können ja schwimmen, ne? Hallo, spring da hoch. Und da können wir auch dran klettern. Ach, guck mal einer an. Wie geil ist das denn? Die Kette ist ja praktisch. Nein! Ah! Das tat weh. Das tat definitiv weh. Kann ich mit der Kette nicht schaukeln? Gut, immer her damit. Ich würde gerne da... Ah, da ist das. Das ist sogar dahinter. Ich probiere mal mit Abspringen nochmal. Nein, du sollst nach oben gehen. Oh Gott sei Dank, alter Schwede. So. Nein, Rattenspieß will ich nicht. Ich will. Ah, hier Knochen. Knochenartefakt. 2 von 5. So, Tod im Monat der Lieder. So, was haben wir denn da? Auszug, ein längerem Werk, übersetzt aus dem Sekuritanischen von Anisa Matteo Serkonos. Sie war schüchtern im Monat der Herdfeuer. Versteckt sich vor meinen parfümierten Briefen. Ein sommersprossiges Heilmittel für meine Einsamkeit. Sie lächelte im Monat des Regens, aß Feig direkt vom Baum mit einem Traum und die Insel zu segeln. Sie heirate im Monat des Clans. Ihre Seemannscousin oder Cousin aus Culero, ein schriller Vogel, der in meiner Brust sich bohrte. Sie starb im Monat der Lieder, geschlagen von einer Krankheit aus dem Osten. Ein schrecklicher Kuss auf ihre kühlen Lippen. Aha. So. Jetzt können wir natürlich erstmal wieder zurück, denn wir haben ja das Knochenartefakt. Können wir hier lang gehen? Schauen wir mal, ob wir hier lang gehen dürfen können. Die Seuche hat den halben Block ausradiert. Oh, besser sie als wir. Ich glaube, dass wir... Ein paar hatten wenigstens Geld. Das ist zu gefährlich, da lang zu laufen. Gehen wir doch lieber erstmal wieder zurück. Jetzt werden wahrscheinlich einige auf YouTube sagen, ey, du ziehst das Let's Play voll in die Länge. Ist mir egal. Man muss woanders gucken. Ich spiele so, wie ich das für richtig halte. Nein? So. Wem es nicht passt, soll er sich halt beeilen. Eins, zwei, drei. Mach langsam. Ich kann nicht so schnell. So. Immer her damit. Und damit hätten wir auch schon. Da können wir jetzt mal eben mit dem Herz nochmal gucken, wo hier was ist. Hier vorne ist was. Da ist die Lichtwand. Rune. Knochenartefakt. Stand da nicht irgendwas von 2 von 5? Weil ich sehe nur eine Rune gerade. Hm, das ist aber merkwürdig. Achtung, Bürger. Dann müssen wir mal schauen. Die Geschäfte wurden aufgrund von solchen Erregern geschlossen und vom Staat beschlagnahmt. Barrows Barbershop and Surgery, The Duke and Dancer Alehouse. Ja, jetzt halt doch mal die Klappe. Ich moderiere gerade. Wie viel Kills brauchst du für Bad Ending? Weiß ich gar nicht. Kann ich dir nicht sagen. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie viel Kills ich brauche für das Ende. Für das böse Ende. Weiß ich nicht. Waren da drin Knochenartefakte? Ich weiß es gar nicht. Da hinten stehen auf jeden Fall zwei, die habe ich gerade gesehen.
Auch wenn es jetzt viele wahrscheinlich von euch langweilig finden, aber ich gehe nochmal rein. Ich will nur auf Nummer sicher gehen, ob da nicht vielleicht doch ein paar Runen oder Knochenartefakte drin sind. Weil nicht, dass ich da irgendwas verpasse, weil die möchte ich dann doch schon... Aber die Räume haben wir eigentlich alle abgeklappert. Die hätten wir normalerweise finden müssen. Eigentlich. Weiß ich natürlich nicht. So. Ich freue mich natürlich schon auf jeden Fall auch auf 22 Uhr auf Soma. Ich hoffe, ihr natürlich auch. So, und ich bin mal gespannt, wie viele Idioten heute nur wiederkommen mit, ja, ich muss mal meinen dämlichen Link posten. Einen haben wir ja schon gebannt. So. Okay. Hier ist nichts drin. Das heißt, wir können wieder raus. Tut mir leid, nur zur Sicherheit zu gucken, ne? Weil da bin ich wenigstens auf der sicheren Seite und kann sagen, hey, ich habe nachgeguckt, da ist nichts. So. Aber ich weiß ja, ihr wisst das ja alle viel, viel besser. Ihr habt das ja wahrscheinlich schon 100 Mal durchgespielt. Ich habe es nur einmal durch? Ja, einmal. Ich weiß gar nicht, was für ein Ende ich hatte damals auf der PlayStation 3. Weiß ich gar nicht mehr. Weil ich habe es ja damals auf der PlayStation 3 gespielt. Und ich kann mich gar nicht mehr entsinnen, was für ein Ende ich hatte. Ich weiß das nicht mehr genau. Müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall, wie gesagt, werde ich versuchen mal dann auch das böse Ende mal zu spielen. Und jetzt erstmal ein bisschen höflicher sein. Ein bisschen... alle nur schlafen legen. So. Wenn du ein Wolf... Okay, so schnell konnte ich jetzt gar nicht lesen. Na, ja, durch den Haupteingang durch ist ja natürlich jetzt auch eine super Idee gewesen. Ich hoffe, die anderen... Ach, die sind jetzt beide da vorne. Gehen wir mal hier kurz... Achso, warte mal. Ich will mal eben das Herz raus. Aber mich wundert es, dass hier wirklich nur eine Rune nur noch liegt. Der kommt. Wo geht's denn hier lang? Oh. Okay. Wo sind wir denn? Da hinten steht jemand. Ich gehe mal hier lang. Boah, da sind Ratten. Scheiße. Fuck, 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 fuck. Scheiße, die Ratten sind ja gefährlich. Die greifen einen ja an. Lohnt sich das Spiel für die PlayStation 4? Amon zockt. Ist es richtig ausgesprochen? Erstmal willkommen zur Let's Play Live Show. Ich weiß nicht, hast du es schon mal auf der PlayStation 3 gespielt? Weil wenn du es auf der PlayStation 3 schon einmal durch hast und, weiß nicht, fandst du, naja, oder so, fürs einmal durchspielen, okay, dann würde ich es dir nicht empfehlen. Aber falls du dir sagst, ach, weißt du was, komm... Ich würde es gerne nochmal spielen, war eine geile Story, hat echt Spaß gemacht. Dann würde ich dir sagen, ja, kauf sie ruhig nochmal. Es ist ja alles gleich, es ist ja nichts Besonderes, es ist ja dasselbe Spiel. Nur ich mag das Spiel wirklich, also es ist ein tolles Game. Und es macht eine Menge Spaß. Also meiner Meinung nach. Wie gesagt, du musst für dich selbst entscheiden, wenn du es schon mal gespielt hast. Wenn du es nicht gespielt hast, kann ich es dir herzlich wärmstens empfehlen, denn... Wenn du auf so Sachen stehst wie Thief oder halt so Schleichspiele, dann definitiv zuschlagen. Guten Abend, Affenkaiser. Ich grüße dich und willkommen zur Let's Play Live Show. Vom Start beschlagnahmt. Barrows Barbershop and Surgery. The Duke and Dancer Alehouse. Merritt's Printing Firm. Wir da sitzen, ne? Tech and Saddle Emporium. So, den haben wir schon mal. Der wird für uns schon mal keine Gefahr werden. Und ich mag auch dieses ganze Steampunk-Setting. Das ist echt geil in dem Spiel. Das erinnert manchmal teilweise sogar auch an Half-Life. Hier kommen wir nicht rein, ne? Nee. Da unten ist wieder die Gasse. Wahrscheinlich liegen in der Gasse wahrscheinlich auch Mausefallen rum. Für die Ratten. Pigalle, Pigalle. Das ist die große Mausefalle mitten in Paris. Pigalle, Pigalle, das ist die große Mann. Und? Aktiviert? Wonach sieht's denn aus? Kannst mich mal, Hayburn. Scheiße, da ist. Scheiße, da ist jemand. Wirf endlich die verdammte Ratte. Okay, die grillen die Ratten da an dem Tor, das hatten wir ja gelesen. Boah, das hatten wir ja gelesen gehabt. Verdammt, da sind zwei noch. Shit, 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 shit. Was? Was war denn jetzt? Was war denn jetzt? Was war denn jetzt?
Okay, ist mir egal. Ist mir egal, ist mir egal, ist mir egal, ist mir egal, ist mir egal. Ist mir egal, ist mir egal. Ist mir egal. Wenn die einfach dahin rennen und uns nicht gesehen haben, ist das schon mal super. Was die gesehen haben, weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben sie irgendwas gesehen. So. Die Rune ist dort. Werden wir gleich mal hingehen. Ich werde mal versuchen, über die Dächer zu gehen. So. Habe nur bis zum Oberaufseher gespielt, mehr nicht. Achso, okay. Hast du den Spaß gehabt am Spiel oder hast du eher so gesagt, nee, ist nicht so mein Fall? Weil du ja nur bis zum Oberaufseher gespielt hast. Also das ganze Spiel läuft eigentlich so, im Prinzip eigentlich generell so weiter. Es kommt nicht viel mehr anders, also viel so schleichen und halt Wachen umgehen und eine neue Zielperson erledigen, neue Gadgets bekommen, ne? Hast du das nur ausgeliehen? Ja, wie gesagt, das Spiel geht auf jeden Fall so die ganze Zeit weiter. Da ist die Rune. Aber hier unten scheint niemand zu sein, ne? Was ist das denn? Ist er jetzt gestorben? Ach, die haben so einen Runner, haben die so erledigt. Ach so. Scheiße, jetzt kommen die natürlich hier hin, ne? Fuck. Komme ich da irgendwie rüber? Aber wie gesagt, wenn du in den paar Minuten, wo du es angespielt hast, oder beziehungsweise wen du es ausgeliehen hattest, wenn du da gesagt hast, ja, das gefiel mir, dann würde ich sagen, kann ich es dir empfehlen. Weil das macht echt eine Menge Spaß. Scheiße, wieso kommen die denn jetzt hier lang? Verdammt. Die sollen abhauen. Die kann ich jetzt hier überhaupt nicht gebrauchen. Was machen die denn da? Haut ab. Geht weg, ich kann euch hier nicht gebrauchen. Sieht nach einem Herumtreiber aus. Gib dir gleich Herumtreiber. Also mal gucken. Wie kommen wir denn da drüben rüber, ohne gesehen zu werden? Das Öl in den Dingern ist viel zu schnell alle. Ja. So, ich könnte hier runter und dann dahin, da. Weil ich muss in dieses kleine Hütchen rein da. Vielleicht schnappe ich mir den jetzt erstmal. Na, na, komm her. Komm her, schnell, 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 schnell. Nein, duck dich. Wo sind die anderen? Wo sind die anderen? Wo sind die anderen? Da hinten läuft der eine. Scheiße, scheiße, fuck, 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 fuck. War schon cool, aber es war auch sehr leicht. Ja, aufpassen. Ja, vor allem. Ein Herumtreiber. Scheiße, 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 scheiße. Ja, teilweise ist, wenn man die Teleport-Funktion, wenn man die sehr weit ausbaut im späteren Spiel, wird es sehr leicht, das stimmt schon. Aber ich versuche ja bei dem Spiel, versuche ich ja gerade, ohne Kills, also ohne jemanden zu töten, durchzuspielen. Und das ist schon eine gute Herausforderung. Hier schleicht jemand rum. Scheiße, fuck. Was? Wo geht's denn hier hin? Sah mir nach 25 aus. Hier, siehst du. 20. 5 für jeden, mit Bu. Soll ich in deinen Taschen gucken? Gib Ruhe, Jungchen. Nenn mich nicht so. Meinst du, kannst mich betrügen? Kloppen die sich jetzt gerade? Na los, holen wir ja. Was machen die denn da? Gucken wir uns das mal an, was sie gerade da treiben. Kann man den helfen vielleicht? Ist es vielleicht denen, die mal helfen müssen? Ich will aber niemanden töten. Scheiße. Ich hab ganz vergessen, dass ich niemanden... Ah! Dass ich niemanden töten möchte. Na, lass den fallen. Okay.
Okay, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut, liebe Ratten. Alter Schwede. Wenn wir nur hier das Zeug nehmen, dann bin ich schon längst wieder weg. Genau, Zeit verlangsamen und Teleport benutzt. Genau, das haben die meisten eigentlich. Wo sind die? Die sind weg. Da nehmen wir uns die Rune ganz schnell. So, Corporal Meadows, wir haben diese seltsame Rune bei einer Frau gefunden, die auf der Straße Gebäck verkauft hat. Wir wissen nicht, wie sie gestorben ist, aber weil sie uns die Sache komisch vorkam, haben wir sie für die Aufseher beiseite gelegt. Wenn ihre Sicht vorbei ist, wenn ihre Schicht vorbei ist, bringen sie sie zu den Aufsehern. Die können sie dann zerstören oder damit machen, was sie wollen. Vergessen sie es nicht. Wir nehmen natürlich die Rune, 2 von 7. Nehmen wir mit. Ach, da steht einer. Verdammt. Wo ist der andere? Ach, da hinten läuft er. Wir stehen sehr, sehr ungünstig. Weil der andere könnte uns jetzt in den Rücken fallen. So, müssen wir mal gucken. Mal schnell wegkommen jetzt. So, ich glaube, das haben wir. Das haben wir geschafft. Ohne jemanden zu töten, geht es jetzt erstmal weiter. Büro des Oberaufsehers. So, sehr schön. Geil.